Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Batman, ich bin Spritzack. Ronny ist hier am Start und ja, Mates, Deal haben wir nicht mehr drauf. Danach auf jeden Fall noch ein bisschen was auszahlen. Hoffentlich. Gambling ist natürlich ab 18, nur mit Kohle übrig habt. Ich bin schon wieder krank, alle zwei Wochen. Gefühlt denkt ihr, dass ihr das Video von vor zwei Wochen anguckt, weil Keydrop und Krankheitsstory und so weiter. Deswegen werde ich die Krankheitsstories jetzt einfach auch gar nicht mehr ausschmücken, muss ich ehrlich sagen. Wegen den Kleinen einfach alle zwei Wochen krank. Es ist so zum Kotzen. Aber ja, kannst du nichts machen. Wir machen hier auf jeden Fall ein paar schöne Kisten auf. Und wir machen mal die deutschen YouTube-Cases auf. Machen danach vielleicht noch was Brauchbares auf. Vielleicht auch von den neuen. Guck mal, hier mal die 12-Dollar-Kiste. Gucken mal, wie groß wir das Battle gestalten können. Reicht es jetzt? Habe ich genug? Oh, war knapp, oder? War richtig knapp. Und machen ein 4-Spieler. 2 gegen 2. Nee, nicht Underdog-Modus. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir das... Ja, und mein Google Chrome hängt so extrem. Also Discord hängt irgendwie auch die Bildchen hinterher. Und YouTube... Geht's am Anfang noch einigermaßen? Ich hoffe, dass ich das Video nochmal aufnehmen kann. Ging einigermaßen auf YouTube. Und desto länger ich irgendwas anschaue, irgendwann hängt sich's komplett auf und leckt einfach übel rum. Dann muss ich es komplett neu starten und dann geht's wieder einigermaßen. Aber es geht einfach nicht gut und vor allem auch nicht lang. Oh lol, da sind noch welche reingekommen. Wie sick ist das denn? Geil! Gegen andere Spieler. Mit Crony und Bot Crony gegen zwei andere Spieler. Krass. Genau, falls da einer eine Ahnung hat, was das sein könnte... Dass hier permanent alles hängt und leckt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Einfach mal wieder YouTube angucken, ohne die ganze Zeit, dass es hängt und dies, das und Ananas und hast. Genau. Heutiges Thema. Habt ihr vielleicht ein bisschen diese Bauernstreiks mitbekommen? Also garantiert habt ihr es ein bisschen mitbekommen, aber habt ihr euch da ein bisschen mehr mit befasst? Schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich habe es auch viel auf TikTok gesehen. Weiß natürlich auch den Kernpunkt, warum wir es gemacht haben. Die Regierung hat ja auch schon wieder mit dem Agrardiesel und so weiter die Steuern da zurückgerudert. Die machen natürlich trotzdem weiter, was ich auch gut finde, weil es geht ja nicht nur darum, um diesen Beschluss jetzt, sondern dass das einfach das i-Tüpfelchen auf dem i war, warum eben so viel demonstriert wurde. Und dass das ja über die Jahre schleichend schon so geworden ist, dass man wirklich kaum noch wettbewerbsfähig ist und ja, allgemein finde ich, nimmt Deutschland eine sehr, sehr erschreckende Wendung. Es ist gefühlt auch, egal mit wem ich spreche, ist das Thema. Irgendeiner fängt es immer an mit, oh guck mal, wie kacke das gerade läuft, wie kacke das gerade läuft, wie kacke das gerade läuft. Ich kann mich daran erinnern, dass vor 10 Jahren hat man noch, hey, was geht und was machst du, was hast du am Wochenende gemacht, so dies und das und bla bla bla. Dass das noch die Hauptthemen waren. Und heutzutage ist es einfach so, man trifft sich, sagt kurz, hey, dann, was musst du, ich muss schon wieder arbeiten, weil Kohle nicht reicht, weil wieder das teurer geworden ist, weil dies und das. Also gefühlt so viel Negativität wie in den letzten 12 Monaten habe ich noch nie wahrgenommen, noch nie, nicht mal ansatzweise. Also, das ist ja wirklich so geisteskrank, wie jeder oder gefühlt jeder unzufrieden ist. Ich hab kein einziger, bestimmt über 50 solcher Gespräche geführt und kein einziger, der gesagt hat, boah, gut, wie es gerade läuft. War eigentlich super. Kein einzigen. Wenn es einen gibt, der der Meinung ist, dass es aktuell gut läuft in Deutschland, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Du wärst der Erste, von dem ich lesen würde. Soll natürlich jetzt nicht so ausgrenzungsmäßig, gruppenzwangmäßig sein, dass du andere Meinung sein sollst. Ne? Wenn du der Meinung bist, dass es gut läuft oder dass dir gewisse Sachen gut gefallen, oh ja, bisschen Profit haben wir gemacht, war aber leider nicht viel. Würde ich sagen, schmeiß mal einfach gerade nochmal rein, das Battle. Machen wir genau so nochmal. Könnt ihr mal kurz warten, ob vielleicht jemand reinkommen will? Ja, dass es hier keinen Dadaspock gibt oder Biberkisten. Es gibt auch keine Biberkisten, ne? Nur keinen Dadaspock und keinen Biberkisten. Fühle ich mich geehrt, dass ich auf jeden Fall beides bekommen habe. Also wie gesagt, wenn irgendeiner... Welcher Meinung ist, dass irgendwas besser läuft, würde mich das super interessieren. Ich habe auch neulich Onze die Frage gestellt. Oh, leckeres Skin. Neulich Onze die Frage gestellt, was aktuell
in Deutschland besser läuft als vor 10 Jahren. Also was hat sich zum Positiven gewandt? Ist mir nichts eingefallen, bis heute nicht. Ne? Und die Frage habe ich, glaube ich, vor 4 oder 5 Tagen gestellt. Mir ist nichts eingefallen, wo man sagt, boah, hey, cool. Ja, das ist jetzt wirklich besser geworden, ne? Irgendwie gefühlt alles nur noch nur schlimmer geworden, ne? Keine Ahnung. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich will auch gar nicht so politisch so extrem ins Detail gehen und sagen, hier den Wahlpunkt fühle ich nicht so oder den fühle ich und solche Sachen. Will ich gar nicht so öffentlich beitreten. Aber Punkte, die mir auf jeden Fall wichtig sind, sind Sachen, wo die allgemeine Bevölkerung betrifft. Egal, verdienstunabhängig, gesundheitsunabhängig. Gerade Kindergarten zum Beispiel. Wir haben, also ich spreche aus einer Position, wir haben 2 Kindergartenplätze für unsere Kinder. Wir kriegen es aber von so vielen Nachbarn mit. Eine Nachbarin, für meine beste Freundin, hat zum Beispiel keinen Kindergartenplatz gekriegt, obwohl beide Vollzeit arbeiten sollten. Die war am Boden zerstört, dass sie wieder keinen Kindergartenplatz gekriegt hat. So viele andere auch, die einfach nichts kriegen. Und ich finde das so bodenlos, dass man keine Ahnung, für was man alles Geld hat, um ein paar mehr Kindergärtner auszubilden, beziehungsweise den Job vielleicht ein bisschen lukrativer zu machen. Oder selber natürlich auch in der Medizin, beziehungsweise Krankenhäusern und so weiter, ne? Und da nicht einfach ein bisschen aufstockt, so verstehe ich nicht. Wir haben jetzt neulich gesehen, dass ein neues Feuerwehrhaus gebaut wird. Ein ehrenamtliches Feuerwehrhaus. Und da war ich so glücklich mal zu sehen, dass mit den Steuern irgendwas passiert. Also, dass irgendwas passiert, was die Gemeinschaft betrifft, sage ich jetzt mal. Dass in dem Dorf, wo ich herkomme, dass einfach ein neues Feuerwehrhaus gebaut wird, dass die Freiwillige Feuerwehr da neue Gerätschaften hat, neue Autos hat und alles drum und dran, ne? Um eben jedem, unabhängig von Gehalt oder Herkunft oder sonstigen Sachen, einfach helfen zu können, wenn es brennt. Das fand ich irgendwie so schön, dass man mal sieht, wo die Kohle hingeht. Ansonsten kriegst du davon ja nichts mit, was für die Allgemeinheit ist, ne? Ich kann es immer nur mit der Schweiz vergleichen. Wenn du über die deutsche Grenze rausgehst und in der Schweiz bist, hast du auf einmal alle 100 Meter Mülleimer, du hast super saubere Straßen, du hast Leute, die ihr Land respektieren und so. Und bei uns hast du das nicht mehr. Angefangen mit den Mülleimern haben wir einfach nicht. Um irgendwas wegschmeißen, kein Wunder, schmeißen die Leute auf die Straße. Alter, wenn du es nirgends entsorgen kannst, klar sollte man das mit nach Hause nehmen, ne? Aber Kippenstummel und so weiter, nippen die Leute mit. Also keiner tut sich doch dieses eklige, stinkende Ding, auch wenn sie es natürlich rauchen, die Hosentasche stecken und stinkt damit 2 Stunden rum. Also, naja, egal. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall nächstes Video drauf eingehen. Und in diesem Sinne, haut rein, bis bald. Ciao.